Tierfreundinnen und Tierfreunde. Irgendwie passt zu unserer heutigen Folge Novemberstimmung. Auf jeden Fall für Mischlingsrüde Struppi, vorgestellt am vergangenen Freitag. Er hat bis jetzt keinen Interessenten gefunden und hätte doch so gern wieder Menschenfreunde. Vielleicht hat er ja in dieser Woche noch Glück. Ebenfalls in schlechter Novemberstimmung ist der 6-jährige Jack Russell-Mischling Tommy, der auf diesem Weg ganz schnell wieder eine Bezugsperson sucht. Tommy lebte bis vor wenigen Tagen noch mit seinem Frauchen in der Wohnung und hatte ein schönes Hundeleben. Nun ist das plötzlich vorbei. Frauchen kann sich nicht mehr um ihn kümmern, denn sie musste ihn schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen im Tierschutz abgeben. Alles, was Tommy im Moment in der Arche Noah erlebt, macht ihn unsicher. Er wartet auf seine vertraute Person und man kann ihn schwer aus dieser Situation ablenken. Deshalb wäre es sehr gut, wenn Tommy so schnell wie möglich wieder Menschenfreunde findet, bei denen er sich geborgen fühlt. Natürlich braucht er in einem neuen Zuhause Zeit, um sich umzugewöhnen, aber er wird schnell merken, wenn es jemand gut mit ihm meint. Interessenten könnten mit ihm ein paar Mal spazieren gehen. Bei solchen Gelegenheiten bricht das Eis oft schnell. Ein Hofhund soll Tommy nicht werden, denn er hat bis jetzt nur in der Wohnung gelebt. Hof oder Garten würden ihm aber sicher sehr gefallen. Tommy mag Artgenossen und benimmt sich Katzen gegenüber sehr gelassen. Mit Kindern hat er keine Erfahrung. Am besten wäre für ihn eine Einzelperson oder ein Ehepaar. Sicher könnte man ihn auch noch an Kinder gewöhnen, aber 6 Jahre mit einer einzigen Person haben ihn schon geprägt. Tommy ist nicht gern allein zu Hause. Das geht, so sein ehemaliges Frauchen, höchstens 2 Stunden lang. Aber daran könnte man noch arbeiten. Tommy ist natürlich stubenrein, gechippt und geimpft. Es wäre ganz toll, wenn Tommy noch vor der Weihnachtsvermittlungspause mit neuen Menschenfreunden glücklich wird. Und hier nochmal der Hinweis zu dem Tierheim-Weihnachtsfest am Samstag, den 3. Dezember. Es beginnt um 13 Uhr. Nassfutter für Katzen ist als Spende besonders willkommen.